Keep calm. Relax. Ja, ich entspanne mich. Und öffne meinen Kopf. Calm all your senses. Ja, ich öffne ihn schon. My name is Dr. Stephen Dowell. Hallo, Stephen. You are here because your disorders started to get out of control. Was? You ceased to behave normally. Ah. The disturbing thoughts took control over you. You will undergo my original therapy. Film gucken. I will show you the film I created. And at the end, you will tell me what feelings you have while watching it. Was Komisches gesehen? Anything worrying. Okay. Ihr gibt einen Vogel. Oh Gott, das ist nicht normal. Nein! Mach den Vogel weg. Ah, das ist schön. Ja. Nein, nein, Vogel. Vogel, geh weg. Ah. Ah. Schön. Ihr Vogel, weg. Schon wieder ein Vogel. Lauter Vögel. Nein, Vogel. Ihr Vogel. Nein, Vögel. Oh Gott. Oh Gott, ich hasse Vögel. Nein, ein Vogel. Nein, Vogel. Ich krieg einen Vogel. Nein. Bin ich jetzt tot? Ich fliege. Nach rechts. Und nach links. Und nach oben. Und runter. Und ich bin in einem Büro. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Rise of Insanity. Aufstieg des Wahnsinns. Ja, habe ich mir von Steam geholt und ich bin gespannt. Also so viel, wie ich jetzt so in Rezensionen gelesen habe, soll das eigentlich gar nicht mal so schlecht sein, das Spiel. Ist mit 6,99 momentan gar nicht mal so teuer. Grafisch sieht es auch nicht schlecht aus, auf den ersten Blick zumindest. Und so viel ich weiß, sind wir ein, ich weiß nicht, Psychologe, Psychiater oder was? Und keine Ahnung, wir sind auf der Erforschung unseres Gehirns oder anderen Gehirnen der Menschheit und sollen rausfinden, wie weit mich das in den Wahnsinn treiben könnte. Okay, wir fangen mal an. Nein, wir fangen jetzt erstmal nicht an. Ich wollte mich einmal ein bisschen hier gucken, was ist das? Aha, das sieht aus wie ein Fleck. Keine Ahnung, ich sehe da nichts. Also angeblich soll man ja in solchen Bildern alles Mögliche erkennen, je nachdem, was für einen Charakter man hat. Ich habe da nur einen Klecks. Okay, wir können hier rausgucken. Guckst du rein, dass du rausguckst. Wir können hier einiges aufmachen. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal hier ein bisschen das da. The patient's data. Edward. 41 years old. Day, September 1st. I know Edward as far back as I remember. He worked as a gardener in our neighborhood. From the preliminary interview, I got to know that he suffers from a dream disorder. He has constant nightmares and can't sleep well. As well as a memory disorder. Sometimes he doesn't remember what happened a couple of days or hours ago. I have some suspicions connected with his case, but it's too early for the detailed diagnosis. Aha, Edward. Edward mit den Scherenhänden? Ich weiß es nicht. Edward hat Schlafstörungen und Gedächtnisverlust anscheinend. Und wir sind wahrscheinlich sein, keine Ahnung, sein Doktor. Denke ich mal. Okay, was haben wir denn noch so Schönes? Was ist das? Patient Edward. Erste Befragung, erste Diagnose, neue Therapietesten auf das Ergebnis war. Okay, die ersten zwei haben wir wohl schon gemacht. Jetzt müssen wir noch eine neue Therapie testen und auf das Ergebnis warten. Okay. Schön. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Gucken wir mal hier rein. Hoppala. Freaks. Coole Maske.
Das klingt ja grausam. Okay, das geht nicht auf. Ah, hier ist was. Ach, süß. Was bitte macht ein Psychologe mit einer Quietscheente im Schrank? Was? Was soll der Scheiß? Erschreck mich nicht. Nee, Kinder, es geht schon wieder gut los. Ein Ball. Okay, ein Mann, eine Frau, ein Kind. Oh Gott, ein Kind. Was? Sind wir das? Und unsere Frau und unser süßes Baby? Baby? Wahrscheinlich. Ich vermute es mal. Ich gehe mal raus. Hallo? Okay. Ja. Crime scene. Do not cross. Ich will aber crossen. Geh weg. It's locked. Locked. Ach, ich wollte mir eigentlich nur so ein bisschen mal die Bilder angucken. Hübsch. Sehr hübsch. Oh, ist das ein Spielzeugauto? Oh, das kann ich jetzt bewegen. Das andere Zeug konnte ich nicht bewegen. Okay. Schön. Ich hoffe, das Spiel verlangt von mir nicht, dass ich Schubladen und sowas wieder zumache. Hier ist nix. Psycholo sign. Dr. Dowell launched his few experimental treatment methods. Dr. Dowells experimentale Behandlungsmethode löst Kontroversen aus. Aha. Also unsere Behandlungsmethoden sind anscheinend wohl nicht so gern gesehen. Hier ist auch alles zu. Okay, dann gehen wir mal runter. Boah, das sieht aber schon geil aus. Ich höre irgendein komisches Geräusch. Okay, das ist, das muss Edward mit den Scherenhänden sein. Oder... ich weiß es nicht. Okay. Ein Radio. Da kann ich aber nichts machen, okay. Ist ja alles zu. Wo soll ich denn da hin? Ich bin gerade im Überlegen, ob ich ein bisschen die... Willst du mich verarschen jetzt? Scheiße, was soll das? Ich wollte es nochmal hören. Mist! Was wollte ich sagen? Ach ja, ob ich die Maus-Sensitivity ein bisschen hoch, Dinge so. Kaputter Spiegel und... Ich kann mich nicht erkennen. Ich habe kein Spiegelbild. Ich muss untot sein. Hier ist ja alles zu, warum? Ist das nicht mein Haus, oder was? Beziehungsweise ist das die Realität? Ich weiß es. Okay, da ist nichts mit do not cross. Aha. Madness Symphony. Okay. Kann ich spielen? Nein. Schade. Nix. Ersatz mit X. Das war wohl nix. Sehr geehrte Frau Dowell. Dowell. Ich wollte sie nur in Erfahrung bringen. Was ist denn das wieder für eine Übersetzung? Dass sie mir bezüglich des erstes Gartensteig... Was? Freie Hand gegeben haben. Ich würde da also Dahlien anpflanzen, die mit Klematispflanzen betont werden. Alles werde ich zudem mit den weißen Mohnen umgeben. Okay, ich glaube, das ist ein Brief von... Wie hieß er jetzt nochmal? Edward. Ich habe, glaube ich, auch leichte Gedächtnisstörungen. Kann ich... Okay, Fernsehen.
Kann ich aber auch nicht. Hallo? Jetzt gehe ich wahrscheinlich weg und er fängt an rumzurödeln. Nicht? Ah! Was war das? Ich habe eine Fliege gehört. Was haben wir denn? Name des Schülers. Theodore Dowell. Englisch 2, Mathe 1, Naturwissenschaften 1, Sport 2, Ethik 1. Unterschrift der Mutter, Susan Dowell. Theodore. Also gut, wir haben ein relativ schlaues Kind. Also ist es kein Baby mehr, sondern... Huch! Please turn off the TV, it's gonna be stormy. Huch, was war das jetzt? Hallo? Ich mach den Fernseher aus. Wer hat denn hier geredet, bitte? Hm? Telefon? Wo klingelt denn das? Das ist draußen, ne? Ach, hier. Am I talking with Dr. Stephen Dowell? Ja. Ich bin dran. Stephen Dowell. Wo bin ich denn jetzt? Ist das jetzt mein echtes Büro oder was? Ich bin verwirrt. Patient Edward 41. Day September 11th. Patient has told me about his dreams where he tries to murder his wife and child. As far as he said before, he's a bachelor and he hasn't said anything about children. It could be some traumatic memory from his childhood. I have to get to know about it during our next meeting. It is a harder case than I expected. Some symptoms indicate that the patient can possess a multiple personality. But these are only suspicions. I have to ask my friend, Abraham. Aha, Edward ist leicht gestört, hat eine multiple Persönlichkeit. In seinen Träumen bringt er seine Frau und Kind um, obwohl er überhaupt keine Frau und Kind hat. Interessant. Lieber Abraham, bitte entschuldige mir, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich hatte wegen der Familie und der Arbeit echt wenig Zeit. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie geht's? Bertie? Wer ist denn Bertie? Ich habe jetzt an einer... Was? Ich arbeite jetzt an einer Sache. Patient Edward, 41 Jahre alt, hat Schlaf- und Gedächtnisstörungen. Seit kurzem hat er auch geringfügige Ticks. Von Zeit zu Zeit biegt er plötzlich und sehr seltsam sein linker kleiner Finger. Ach so, okay. Er berichtet die ganze Zeit nur einen und denselben Albtraum zu haben. Er meinte, er wollte da seine Frau und sein Kind. Er macht das zwar nicht, da er kurz vor dem Ende aus dem Traum erwacht. Es ist extrem merkwürdig, da er weder eine Frau noch ein Kind hat. Was denkst du darüber? Was sein, dass es ein Anfang einer Schizophrenie ist. Du hast in dem Bereich aber viel Erfahrung. Viele Grüße, Stephen Dowell. Okay. Was ist das denn? Eine Schüssel? Nein, nicht schon wieder die Quietscheende. Alter, ist das laut. Warum? Warum ist hier immer so eine Quietscheende? Verstehe ich nicht. Wieso? Hier ist noch so ein Zettel. Es ist noch nicht sicher. Kommen Sie bitte in die Leichenhalle. Den noch unbekannten identifizieren. Was? Leichenhalle? Warum? Alter, was geht denn hier? Alkoholeffekt ist a drug effect. The alcoholic is a drug addict. Alkohol! Okay. Ah, wir sind in einem Krankenhaus. St. Jonah Hospital, alles klar. Natürlich, so ein Spiel muss natürlich in einem Krankenhaus stattfinden. Super. Aha. Oh, da liegt jemand, oder? Seh's. Huch, seh's aber nicht. Ich höre nur die Fliegen. Fliegen. Wenn die Fliegen fliegen, fliegen. Syphilis. Syphilis. Wir haben Syphilis. Tralala. Okay. Ein Behandlungszimmer wahrscheinlich.
Ein paar Medikamente. Da könnte ich jetzt mal gerne was gebrauchen hier. Medik. I need a medic. Eine Waage. Das würde ich jetzt echt feiern, wenn ich da drauf könnte. Alter, was ist denn das alles? Okay, das Werkzeug eines Doktors. Skalpell und tralala und was weiß ich, was das alles ist. Nagelschere. Zange. Alter, was? Was? Operation am offenen Auge. Huch. Manchmal leckt's. Okay, schwierig. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Sollte ich vielleicht mit dem Aufzug fahren? Was ist mit der Tür hier los? Notice, this elevator is for freight only. Oh, ich weiß nicht, ich habe leicht was gegen Aufzüge, aber naja, Block B. Ach du Scheiße. Oh shit. Oh, Alter, das klingt ja grausam. Da musst du Angst haben, dass jetzt jeden Moment irgendwie der Aufzug abstürzt. Ja. Okay. Alter, was? Scheiße, Alter. Ich will hier nicht. Warum spiele ich das? Scheiße. Kacke, und ich, wo sowieso schon so mega schreckhaft ist. Alter, wieso ist es lauter... Was? Geh weg. Ja, Gott sei Dank ist hier zu. Was steht hier? Ein Schlüssel zu ihrem Herzen liegt dort, wo ihre Reise begann. Ein Schlüssel zu ihrem Herzen liegt dort, wo ihre Reise begann? Im Büro. Ach du Scheiße, drücke linke Maustaste zu überspringen. Toll, wo ihre Reise begann. Super, Zahlenschloss. Juhu, ich... Scheiße. Habt ihr irgendwo ein Zahlenschloss? Scheiße. Schon wieder so eine Zeichnung. Toll. Kann ich nicht angucken. Alter. Wo bin ich hier? Was ist das hier? Eine Chuk-Chuk-Bahn. Ui, kann ich mir angucken. Schön. Prima. Was hilft mir das jetzt? Scheiße. Scheiße. Hallo? Nee, ich sehe hier gar nichts. Gibt's hier eine Taschenlampe oder sowas? Nee, ne. Da kann ich auch nicht reingucken. Na, hier komme ich auch nicht rein. Verdammt. Hat jemand von euch eine dreistellige Zahl? Leck mich. Leck mich. Alter, geh weg. Kann ich auch schneller rennen? Oh ja, Gott sei Dank. Ich will hier... Wo die Reise begann. Ich gehe mal wieder. Hallo? Also, wo die Reise begann. Ja, toll. Also, in meinem Büro, oder was? Ja, das ist eindeutig mein Büro. Wo gibt's denn hier einen Zahlen, Dingensen? Sticky Note 2. Check Eyesight. Room 6. Keine Übersetzung. Geile Sache. Raum 6. Scheiße. War hier vielleicht noch irgendwas? Hallo?
Nee, ist auch nicht. Ein Zahlencode. Raum 6. Wo ist denn der hier bitte? Hier komme ich ja nicht rein. Hier ist alles zu. Ist das jetzt so schwer, das Ding hier wegzuschieben oder was? Fuck. Raum 6? Moment mal, hier ist Raum 6. Habe ich irgendwas übersehen? Nein! Nein, warte. 629. Ah, man muss sich also wirklich mal ganz gut umschauen. Okay, wir fahren wieder runter. Oder hoch, oder ich weiß es nicht. Ich glaube eher runter wahrscheinlich, ne? Entschuldigung, ich habe das echt übersehen. Fällt mir irgendwie die Fahrstuhlmusik, ne? Okay. Scheiße, jetzt weiß ich die Zahl nicht mehr. Was war das? 3, 2, 6? Shit. Ich hab's wieder vergessen. Oh Gott. was war das? 3, 2, 6, glaube ich, ne? Ich... Halt, nein. Nein. Was ist das da? Scheiße. Jetzt weiß ich die Zahlen nicht mehr. Scheiße. Mach doch auf das Ding. Nein, geht nicht. Scheiße. Jetzt habe ich... Och, nö, Leute. Ey, wie doof bin ich denn, ey? So, da habe ich jetzt mal kurz einen Cut gemacht. Bin jetzt dann nochmal schnell hochgefetzt und habe nochmal nachgeguckt, was das für eine Zahl war. Ey, wie kann man das einfach vergessen, ey? Ah, nee, Leute. Okay. Ah, das ist wohl die... Das ist jetzt aber nicht so schön. Und warum brennt da eine Kerze? Warum? Was ist das? Don't, was? Keine Ähnlichkeit. Keine Ähnlichkeit. Ja, mit wem bitte? Keine Ähnlichkeit mit was? Ich bin nicht da! Kann ich crouchen? Nein. Lass mich in Ruhe. Fuck.
jetzt ist da der Schrank. War der vorhin schon da? Fuck. Alter! Was? Alter, mein Herz! Scheiße, was war das? Nein, ein Vogel, oh Gott, wie grausam. Ihr seid so fies zu mir. Was ist denn hier los? Halt die Fresse, Vogel. Was denn jetzt? Alter? Oh Gott, ich muss hier durchsteuern. Das ist gar nicht so leicht. Ach du Scheiße, was ist denn das jetzt bitte? Vögel? Fledermäuse? Und dann diese Krähe im Hintergrund. Hallo? Nein, geht weg! Alter, was? Was ist das denn? Telefon! Ich bin nicht da. Was ist denn das für ein Mindfucking? Geh weg! Nein, ich bin nicht da. Honey, gain control over him, please! Was ist Controlling? Ich verstehe gar nichts mehr. Alter, was? Wo bin ich denn hier? Leck mich am Arsch. Ich will nicht mehr. Okay, ich gehe in der nächsten Folge weiter. Alter. Ich habe gerade voll die Gänsehaut. Ohne Scheiß, wirklich. Ohne Scheiß. Und ich bin mir überlegen, ob ich vielleicht zur nächsten Folge dann mal meine Facecam anmache. Alter, ich habe mich vielleicht gerade verjagt, Alter. Was für ein Jumpscare. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge und würde mich freuen, wenn ihr wieder anschaltet, wenn's heißt Rise of Insanity, Aufstieg des Wahnsinns. Ihr sollt Wahnsinn. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.